Hast du dir schon Gedanken gemacht, wie genau du deine Kleidung im Kleiderschrank aufbewahren sollst, organisieren sollst, zusammenlegen sollst? Nun, Marie Kondo hat sich mit diesen Fragen intensiv beschäftigt und sie hat bestimmte Tipps und Falltechniken, wie man am optimalsten die Kleidung im Kleiderschrank aufbewahren soll. Wenn wir jetzt zum Beispiel das T-Shirt zusammenlegen wollen, als erstes müssen wir die Seiten so reinfalten, so dass wir ein Rechteck haben, ein längliches Rechteck. Und das ist das Prinzip bei allen Kleidungsstücken. Du musst aus jedem Kleidungsstück ein Rechteck formen und das ist der erste Schritt. Wenn wir das Rechteck bekommen haben, du siehst ja, das ist jetzt eigentlich ganz einfach. Wir falten einmal und noch einmal. Wir können so falten und im Prinzip wird unser Kleidungsstück auch stehen, wobei der nicht so ganz. Oder wir falten sechsmal. Und dann haben wir so ein kleines Paket, was auch stehen kann. Das ist ein Test. Als erstes natürlich immer glatt ziehen, mit den Händen behandeln, wie Marie Kondo sagt. Dann formen wir wieder ein Rechteck, indem wir die Seiten einfalten. Jetzt haben wir ein langes Rechteck. Bei den Tanktops fange ich an, von oben das nach unten zu legen, so dass dieser Schulterträger oder Spaghettis, ja, dass das nicht zu sehen ist. Und dann können wir wieder das noch zweimal reinfalten und wir haben wieder ein kleines Paket, was stehen kann. Als nächstes zeige ich dir, wie du Langarm-Shirt faltest. Das gleiche Prinzip, ja, egal was für ein Kleidungsstück du hast, als erstes deine Aufgabe oder dein Ziel ist, ein Rechteck zu bekommen. Dafür machen wir immer die Seiten nach innen. Bei den Ärmeln kann man die ja, beliebig reinlegen. Ich mache das so, dass ich erstmal die nach außen lege, auch glatt ziehe mit den Händen und dann gehen sie entlang dieser Seite nach unten. Ja, alles immer glatt ziehen. Auch diese Seite reinlegen, Ärmel nach außen und nach innen. Jetzt haben wir wieder ein Rechteck, ja? Und als erstes falte ich das nach unten, von oben nach unten. Und dann kann man das nochmal, entweder noch zweimal falten oder in diesem Fall würde ich das sogar nur einmal falten. Und dann hat man wieder so ein kleines Paket, was auch stehen kann. Ja, das ist ein Test. Hat man die Sache gut zusammengelegt, hat man den goldenen Punkt erreicht, so kann die Sache stehen. Die Besonderheit von der Technik ist natürlich, dass du die Sache so faltest, dass diese Sache, dieses Kleidungsstück einfach stehen kann. Ja, wenn du das so auf die Seite hinstellst, das kann alleine stehen. Das heißt, du hast einen goldenen Punkt erreicht, wie Marie Kondo sagt. So werden die Kleidung in den Schubladen aufstehend aufbewahrt. Dadurch hat man gleich den Übersicht. Man sieht gleich von oben, ja, wenn du Schublade aufmachst, was du in deiner Schublade hast. Du kannst etwas rausholen, ohne diese Ordnung zu zerstören. Weil früher habe ich auch tatsächlich die Kleidung gestapelt, wie in einem Laden. Ja, man nimmt etwas von unten und die oberen fallen runter, dann muss man das auch falten. Und vielleicht hast du in deinem Schrank gar keine Schubladen und nur Regale. Dann bietet es sich an, solcher Organizer anzuschaffen und das ist auch wiederum etwas, was super praktisch ist. Man kann nach Marie Kondo Methode die Sachen zusammenlegen, in solche Organizer reinstecken und dann kannst du das aus deiner Schublade rausholen und etwas raussuchen, was du brauchst. Ich finde die Organizer auch total praktisch, insbesondere bei Kinderkleidung, die so klein ist und so kann man kompakt alles in dem Kleiderschrank aufbewahren. Natürlich ist es nicht so einfach, diese ganze Ausmistaktion durchzuführen, wenn man eine Familie und zwei Kinder hat, die oft zu mir kommen und nach Aufmerksamkeit verlangen oder die sagen, Mama, mir ist langweilig. Was bedeutet,
Mama, kann ich Tablet haben? Und ich muss gestehen, ich habe gar kein schlechtes Gewissen, wenn ich meinen Kindern Tablet gebe. Denn auf dem Tablet haben sie eine App, Sofatutor. Mit dieser App lernen sie wahnsinnig viel. Gleichzeitig hat die App interaktive Inhalte, die sie so unterhalten, dass sie gar nicht ihre Zeichentricks vermissen. Deswegen nutze ich diesen Trick, wenn sie wirklich so gelangweilt sind. Gerne können Sie auch auf dem Tablet etwas lernen. Sofatutor ist eine Online-Lernplattform, die Schülern aller Altersgruppen dabei hilft, schulische Themen besser zu verstehen und zu lernen. Diese Plattform beinhaltet über 10.000 Lernvideos, interaktive Übungen und Schritt für Schritt Erklärungen für verschiedene Schulfächer. Zu jedem Thema gibt es interaktive Übungsaufgaben, mit denen Schüler das Gelernte direkt anwenden und ihre Fortschritte überprüfen können. Die Plattform bietet auch sofortige Rückmeldungen und Korrekturen und die Kinder sehen, wo haben sie Fehler gemacht, so dass man schnell erkennt, ob man den Stoff richtig verstanden hat. Und die Feature, was kann ich schon, finde ich super praktisch, insbesondere jetzt, wo die Schule schon angelaufen ist und viele Kinder stehen bereits vor den ersten Tests oder Klassenarbeiten. Und diese Feature zeigt deinem Kind, was er bereits gut kann und was es nochmal sich anschauen sollte. Aber wir haben in der zweiten Klasse noch keine Prüfungen, aber ich finde es trotzdem super hilfreich, diese Feature zu nutzen. Dann kann ich sehen, wo steht mein Kind, was machen sie in der Schule, teilweise erzählen sie nicht so viel, was sie so in der Schule machen. Und mit Sofatutor kann man tatsächlich identifizieren, aha, da hat sie noch vielleicht Defizite oder das kann sie besonders gut. Sofatutor bietet meinen Zuschauern ein besonderes Angebot. Man bekommt nicht nur 30 Tage kostenlos, sondern man hat noch 80% auf alle Lernpakete. Ich finde, das ist ein wahnsinniges Angebot. Probier es mal aus. Alle Infos sind in der Videobeschreibung und vielen Dank an Sofatutor, die dieses Video gesponsert haben. Nehmen wir noch mal einen Pulli. Also egal, was du hast, wieder die Seiten einrollen. Dann die Ärmel erstmal nach außen und dann nach innen. Die Seite rein, Ärmel nach außen und nach innen. Jetzt haben wir wieder unser Viereck. Manchmal mache ich auch nur dreimal, das heißt nur zur Hälfte und dann nochmal, also nur dreimal. Vielleicht ist es besser. Jetzt muss man natürlich überlegen, wie hoch die Schublade ist, ja, weil dieser Paket ist natürlich höher, es ist dünner und es ist aber höher als das Paket, wo ich das viermal falte. Das ist natürlich nicht so hoch. Die Röcke kann man genauso falten, also wir nehmen einen Rock, ja. Dieser Rock ist ganz einfach, der ist ja schon fast rechteckig, also ich lege nur die Seite rein und nochmal rein. Jetzt habe ich ein langes Rechteck und dann kann ich den Rock wieder mehrmals falten. Das war jetzt, glaube ich, ungeschickt. Manchmal muss man überlegen, ich glaube zweimal, so. Manchmal muss man bei der Sache das ausprobieren, welche Sache am besten sich wie benimmt sich die Sache? In diesem Fall, bei diesem Rock, würde ich sogar, seht ihr das hier, das ist so ein bisschen störend. Ich glaube, bei diesem Rock würde ich das sogar andersrum machen, sodass das innen drin ist. Wir haben wieder unser Rechteck. Ich mache das einmal falten und dann nochmal. Unser Test, es steht und das ist wieder ein kleines, schönes Paket. Jetzt machen wir die Jeans. Also die ist jetzt übrigens nicht gebügelt. Ich müsste die noch bügeln. Also Knopf kann man zumachen, damit es einfach besser zusammengelegt werden kann. Es ist auch ganz einfach. Zuerst machst du ein Bein über den anderen drüber schlagen. Dann auch mit den Händen glatt ziehen. Hier haben wir so einen Zipfel. Das drehe ich noch so ein bisschen rein, damit wir wirklich ein Rechteckform haben. Dann kommen die Beine nach oben. Ja. So, ein Zipfel ist hier versteckt. Ja. Ich habe das einfach
So reingelegt, reingedreht, sodass wir hier ein gerades Rechteck wieder haben. Und dann würde ich das, ich mache das manchmal so mit der Hand quasi als, das finde ich ganz praktisch. So, einmal. Und wir machen das noch einmal. Und dann ist es ein Test, wird das Paket stehen oder nicht. Und wir haben wieder ein schönes kleines Paket, was super in eine Schublade reinpasst, alles stehend. Und wenn du mehrere Hosen hast, kannst du alles stehend aufbewahren. Schaut mal, wie wenig Platz diese Kleidung jetzt braucht. Das ist eine ganz kompakte Variante, so kann man das alles im Kleiderschrank aufbewahren. Natürlich würde ich empfehlen, im Kleiderschrank auch Kategorien anzuschaffen oder in den Schubladen, ja, zum Beispiel Jeans zusammen, Pullis zusammen, Langabshirts zusammen, T-Shirts zusammen. Aber das zeige ich euch noch nachher. Also Marie Kondo ist gegen irgendwelchen Knollen und Knöllchen und was weiß ich, was man so alles macht, um Strümpfe und Strumpfhahn aufzubewahren. Also im Prinzip, das ist ähnliches Prinzipien wie jetzt bei den Hosen. Erstmal schlägt man ein Bein über dem anderen, hat man ein langes Bein. Dann kann man das auch genauso falten. Einfach zur Hälfte. Nochmal zur Hälfte, dann kann man im Prinzip entweder einrollen, also meine Strumpfhose ist ziemlich dick, die ich jetzt genommen habe. Ich kann sie tatsächlich zu so einem Viereck wieder zusammenfalten oder man rollt die einfach rein, ja, wenn es dünnere ist, ich zeige es dir gleich. Und dann kann man die auch so stehend aufbewahren, da sieht man so eine Schnecke, ja, und so kann man eine Kiste haben, wo nur Strümpfe drin sind und so kann man die aufbewahren. Marie Kondo ist gegen solchen Kartoffeln, ja, die sagt, das sind ja Kartoffeln, wenn man so die Socken so zusammenrollt. Und zum einen ist es auch keine gute Sache für die Socken, die werden auch überstrapaziert und manchmal wird dieser Bund dann ausgeleiert, wenn man ständig die auf die andere Seite rollt. Also am besten kannst du die Socken genauso eine Socke über dem anderen legen. Ja. Bei den Socken, die ziemlich groß sind oder länglicher sind, also man muss ja natürlich ausprobieren, wie oft und wie viel faltest du. Bei solchen kurzen Socken, zum Beispiel solche Sportsocken, also es ist ähnlich, man legt eine Socke auf die andere. Und dann würde ich das zweimal falten, so dass ich auch so ein kleines Paket habe. Ich habe meine ganzen Knöllchen entwirrt und jetzt habe ich die Socke nach Marie Kondo Methode zusammengelegt und man sieht ja, wie wenig Platz sie jetzt einnehmen. Hier war eigentlich, die ganzen Knollen waren hier, aber jetzt, wo ich die so kompakt zusammengelegt habe, ist es wirklich sehr, sehr kompakte Art und Weise, die Sachen aufzubewahren. Hier sind meine ganzen Sportsocken, die kurz sind. Das sind die so Tennissocken und die warmen Socken. Und die Schublade sieht sehr, sehr ordentlich und aufgeräumt aus. Ich glaube, ich werde diese Art und Weise von Sockenfalten behalten. Hier siehst du, wie meine Sportschublade aussieht. Da sind meine Sportsachen. Ein paar Sachen sind noch in der Wäsche. Also zum Beispiel hier sind die Sport-BHs. Ich habe noch zwei, das ist gerade in der Wäsche. Hier sind die Hosen. Die sind auch alle nach Methode von Marie Kondo zusammengelegt. Hier habe ich meine T-Shirts, Sport-T-Shirts und da sind ein paar Sportpullis. Also die Schublade sieht wirklich übersichtlich aus. Die Socken sind oben und die dritte Schublade, die ich hier noch habe, da sind meine
ja, es ist einfach die Sachen, die ich zusammenlege. Letzte Woche habe ich meine Kleidung nach Marie Kondo aussortiert. Die Kategorie Kleidung habe ich jetzt in einem separaten Zimmer mir angeschaut, damit ich einfach kein Chaos zu Hause habe, in meinem Schlafzimmer meine ich. Und ich habe jetzt die ganze Kleidung, die ich gelassen habe, die mich glücklich macht. Ja, das ist die Frage, die du dir stellst, wenn du die Kleidung durchgehst. Das ist die Kleidung, die mir Freude bringt, ja. Und die habe ich gelassen. Die habe ich jetzt hier einfach chaotisch aufgehängt. Und wir werden jetzt meinen Kleiderschrank organisieren. Und das ist alles, was in meinem Kleiderschrank jetzt übrig bleibt. Hier sind meine Kleider. Das ist jetzt nur Wintersachen. Und dieser Abteil hat eine Möglichkeit, langes Kleid aufzuhängen. Deswegen hängt es hier. Ich habe hier Kategorien gemacht, damit ich überhaupt einen kleinen Überblick habe. Unterkategorien. Die erste Unterkategorie sind die Blusen und ich habe sie nach Farbe aufgehängt, von der hellsten, von dem hellsten Ton bis zu dem dunkelsten. Zweite Kategorie, das sind jetzt momentan zwei Strickpullis, die ziemlich dünn sind, also quasi ja wie Rollkragen. Das muss ich noch bügeln. Ich muss sagen, ich habe hier, obwohl ich mit Bügeln angefangen habe, noch nicht gebügelt. Das ist direkt nach dem Ausmisten und Aufräumen. Diese Sachen muss ich eigentlich noch waschen und bügeln. Danach habe ich hier Pullis, alle Pullis habe ich aufgehängt. Und obwohl man die sehr gut auch zusammenlegen kann, ich habe es dir gezeigt, bevorzuge ich jetzt trotzdem momentan diese Variante. Danach kommen die Cardigans. Und übrigens, jede Kategorie habe ich so aufgehängt, von der hellsten, von dem hellsten Ton bis zu dem dunkelsten bei den Pullis. Hier sind meine Oberteile und da sind meine Unterteile. Und gleiches Prinzip, zuerst habe ich die Röcke aufgehängt, danach kommen die Jeans. Momentan zwei Stück und das dritte habe ich jetzt an und zwei sind noch in der Wäsche. Nicht, dass du dich wunderst, dass ich so wenig Jeans habe. Die sind in der Wäsche und hier hängen noch meine Hosen. Die Methode sieht vor, dass man wirklich ganz viele Kleidung faltet. Insbesondere sagt Marie Kondo, ist es sehr platzsparende Falttechnik, so dass du wirklich ganz viele Sachen unterbringen kannst. Seit kurzem habe ich eine Erfahrung gemacht, die ich aber jetzt behalten möchte, obwohl ich jetzt nach Marie Kondo aussortiere und aufräume. Möchte ich trotzdem meine Aufhängetechnik behalten. Und zwar habe ich mir vor kurzem meinen Kleiderschrank komplett umgestaltet. Ich habe mir zwei Stangen gemacht. Oben auf der oberen Stange hängen alle Oberteile, auf der unteren Stange hängen alle Unterteile. Wenn ich meine Tür aufmache, sehe ich gleich die Oberteile und die Unterteile. Ich kann mich sofort anziehen. Und ja, ich habe auch diese begrenzte Möglichkeit, ja, und das nutze ich bewusst. Es ist mir klar, dass ich nur so viel Platz habe. Und das ist eigentlich eine Methode, um meinen Konsum zu reduzieren, weil ich habe einfach keinen Platz mehr im Kleiderschrank. Ich kann mir nichts Neues kaufen, weil ich einfach nicht mehr den Platz habe. Und diesen Platz nutze ich, um ja, einfach Gefühl zu bekommen, wenn es zu viel wird. Zum anderen habe ich angefangen, seit kurzem meine Kleidung zu bügeln, was ich früher nicht gemacht habe. Ich habe nur, bevor ich irgendwie losgegangen bin, habe ich gebügelt auf die Schnelle. Jetzt bügele ich tatsächlich nach der Wäsche, bevor die Kleidung überhaupt in den Kleiderschrank reinkommt. Und natürlich, wenn ich die Kleidung aufhänge, sieht es immer ordentlich gebügelt und ordentlich aus. Was Marie Kondo noch empfiehlt? Die empfiehlt zum Beispiel, die Wintersachen und die Sommersachen nicht zu trennen. Sie argumentiert damit, dass man halt ja, inzwischen diese Trennung war irgendwie militärisch gesehen oder die hatten in Japan so Uniforms, die immer gewechselt werden mussten, einmal in einem halben Jahr und das ist eigentlich gar nicht nötig. Das wurde dann so übernommen. Und wenn das Wetter umschwingt und plötzlich im Frühling wieder kalt wird oder im Herbst gibt es auch noch ganz warme Tage, braucht man wieder die Sommersachen, die man bereits schon zurückgelegt hat. Und diese ganze Hin und Her, die Kleidung in den Winterschlaf zu schicken und in den Sommerschlaf zu schicken, ist zu aufwendig. Und die Marie Kondo schlägt vor, dass man die Kleidung einfach so, wie es ist, die komplette Kleidung im Kleiderschrank aufbewahrt, alles
auf einen Blick und alles ist da. Für mich geht es nicht aus Platzgründen A und B. Ich weiß ganz genau, egal wie gut mein klimatisierte Räume ich habe und Heizung an ist, ich werde im Winter keine Leinensachen anziehen. Ich werde im Winter auch keine helle Sachen tragen. Man tendiert eher dazu, dunklere Sachen zu tragen. Und ich werde einfach, diese Sachen werden einfach da hängen, staubig werden. Ich lege die doch zusammen und schicke die Sachen in den Winterschlaf oder in den Sommerschlaf. Das ist meine Kiste hier oben. Das sind die Sommersachen drin. Und genau, das ist eine Stofftasche aus IKEA. Die finde ich super praktisch und die nutze ich. Und die Sachen werden nicht staubig und ich lege die einfach zur Seite. Und ich finde es nicht so aufwendig, die wieder rauszuholen, zu waschen und vor dem Sommer oder vor dem Frühling mir das nochmal anzuschauen. Schreib mir gerne in den Kommentaren, was denkst du darüber? Würdest du die Methode von Marie Kondo annehmen? Das heißt, alle Kleidungsstücke Sommer oder Winter zusammen in einem Kleiderschrank aufbewahren? Schreib mir gerne in den Kommentaren, was sind deine Gedanken. Wenn du mit uns anfangen willst, nach Marie Kondo auszumisten, dann schau dir dieses Video an. Hier gebe ich dir den gesamten Überblick über die Methode. Und in diesem Video zeige ich dir, wie ich meine Kleidung durchgegangen bin und eine Menge ausgemistet habe. 6 oder 8 Säcke habe ich bekommen. Falls du Inspiration brauchst, fang mit diesem Video an. Und in der Zeit, wo du nach Marie Kondo ausmistest, können deine Kinder mit Sofatutor ihre Hausaufgaben erledigen, neues Wissen aneignen und ihre Kenntnisse auf Prüfstand stehen. Vergiss nicht, meinen Rabatt zu nutzen, 80% Rabatt auf alle Lernpakete und die ersten 30 Tage sind kostenlos.